Einen wunderschönen guten Morgen hier in Medieval Dynasty Folge. Ich habe keine Ahnung. Und ein Hallo an euch. Und ich friere schon wieder. Wir machen die Fackel an. Das ist unser letzter Wintertag. Wir wollten heute nochmal mit Alvin sprechen und die Quest weitermachen. Da laufen wir jetzt einfach. Laufen wir? Wartet. Nein, wir essen erstmal was. Aber ich würde sagen, wir laufen da halt erstmal hin. Ja. Erstmal den Apfel hier, dann das Fleisch. Das hier, die Pflaumenwein verkaufen wir noch, ne? Diesen machen wir noch. Halt! Stopp! Rollen, schneller. Was wollten Sie tun? Wir wollten Kohltopf machen, Kohltopf machen. Ja. Gut, dass es mir das noch eingefallen ist. Ich nehme aber dazu mal das Fleisch. War überhaupt noch cool. 71, ne? Egal. Kriegen die Bewohner nichts, ne? Ist halt so. Können sie anderes machen. Aber es ist auch keine Kohlsuppe hier drin, ne? Die müssen sie irgendwie immer gleich aufessen oder so. Tja. Crazy Basie. Okay. Kochen wir mal schnell. Ach, ich kann ja gar kein Kohl kochen. Ich brauche Holzschale. Ah, hier haben wir welche. Tja. Rinder, immer Rinder. Zack. Zack. Juli, halt, nicht gegen den Ofen laufen. Fertig. Hier, Kohlsuppe. 35 nur. Why? Was fehlt mir da? Mal gleich mal gucken. Fleisch, vielleicht. Oder maybe. Nee, der Kohl ist alle. Fleisch hat nicht gefehlt. Okay. Habe ich denn jetzt hier noch Holzbecher? Komm, oh, die Armbrust könnte man. Nein, die Armbrust verscherbe ich nicht. Nein. Nur also die Holzschreine hier noch ein. Eine hölzerne Fiole haben wir hier auch noch. Okay, Knüppel können wir auch verkaufen. Knüppel aussehen. Zack. Hier, das esse ich mal kurz. Okay, esse ich nicht. Leder habe ich noch länger. Blablabla, Metflasche. Pelzumhänge. Siehst du, das hätte man auch machen können, ne? So Pelzumhänge und so. Das war auch noch eine coole Idee gewesen. Eigentlich wollte ich meine Landwirte noch umswitchen. Ich habe das jetzt völlig vergessen, weil ich zwischen der Aufnahme der Folge jetzt noch was anderes gemacht hatte. Na, macht ja nichts. Gut. Aber wir haben die Kohlsuppe dabei. Die verkaufen wir jetzt. Stimmt, damit habe ich immer Kohle gemacht. Naja, ist gut. Fackel incoming! Okay. Alvin, ich komme. Oder reicht erscheinen? Ich könnte auch noch mal Banditen killen gehen. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Blut geleckt, ne? So. Oh, das ist ja wieder so ein weiter Weg. Und ich brauche Knatteratter. So ist das mit euch. Ja, ich bin mal gespannt, was das nächste Update bringen wird hier. Was spielt ihr denn aktuell so Schönes? Also ich hätte jetzt mal Scum noch mal angefangen, ne? Ist ja auch ein Survival Game mit Zombies. Wo ich so diesen Zombie-Kram gar nicht mehr sehen kann. Aber das hatte ganz interessante Updates und zum Schluss jetzt kann man Flugzeuge fliegen. Und es gibt Händler mittlerweile. Das ist richtig cool gemacht. Alles, was du jetzt lootest, kannst du halt auch verkaufen. Ne? Waffen bringen natürlich richtig Fettkohle. Das ist auch interessant, auf jeden Fall. Das haben wir schon leer gemacht, oder? Ja.
Ja, ansonsten, so dieses Jahr freue ich mich, also ich hoffe, das kommt dieses Jahr, noch auf dieses Diner, was vom Gas Station, von den Gas Station Entwickler ist und was ja dann irgendwie miteinander gekoppelt ist nachher, ne? Wo ist denn Alvin? Ist der hier drin oder da drin? Ich glaube, der ist hier drin. Alvin, redest schon mit mir? Lange nicht gesehen, Janis. Klar, gestern erst. Was will er denn jetzt wieder von mir? Alvins Geschichte geht weiter. Wundert uns das? Nein, verfällt immer noch um 15. Abliefern an Falibor, 120 Münzen. Wo guckt denn der rum? Ach, der ist vielleicht da drüben. Na, das kriegen wir ja noch hin, oder? So, ist sie schon eine Verkaufstante? Ich glaube, die hier, oder? Hallo, Uschi. You have returned. Oh, Entschuldigung, alte Frau, ältere Dame, liebe Frau, nette Dame. Keine Ahnung. Na, quatsch mal halt mit der hier nochmal. Also, ich verkaufe dir ein Bier. Dann verkaufe ich dir, let me check. Gürteltasche. Kann ich die ja nicht selber ausrüsten? Muss ich gleich mal gucken. Ein Holzbecher. Naja, viel bringt der nicht, ne? Also eine Fiole brauchen wir nicht. Bla bla bla. Knüppel. Warum kannst du auch Knüppel haben? Die Kohlsuppe natürlich. Zack. Ich habe die ganze Suppe verkauft. Käse. Dann haben wir hier noch eine Metflasche. Pflaumenwein. Steinmesser hat man auch herstellen können. Den Stärketrank, den behalte ich. Hier mehr haben wir nicht. Hier noch eine Weinflasche. Nö. Nope. Mehr haben wir nicht. Schade. Mach's gut. See you. Inventar. Wie viele Münzen haben wir denn jetzt? 2118. Oh, ging ja doch ganz gut. Das ging ja doch ganz gut. Achso, wir wollten zu Falibor, ne? Naja, wir nehmen mal den Steg und nicht die Abkürzung. Und dann muss ich aber nach Hause. Ich brauche was zu essen. Hab ja nichts mitgenommen, ne? Falibor, ich komme. Schieb dir Knatter. Der hängt bestimmt hier in seiner Werkstatt rum. So, Alvin hat mich geschickt. Alvins Kupferhacke. Ich jetzt. Uff, wie ich das liebe. Wie ich das liebe. Von A nach B, von B nach A, von A nach C, von C nach D. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr mich richtig gehört habt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mein Headset nach oben geklappt. Boah. Also jetzt nicht vom Tisch fallen, aber eigentlich ist mein Mikro aktuell richtig laut eingestellt. Weil ich dachte immer, lauter machen, wenn es nicht lauter geht, ist schwierig. Aber leiser machen kann man immer, oder? Ja. So. Alvin, ich bin wieder da. Hier, deine Hacke.
Okay. Warte auf die nächste Jahreszeit. Gut, die Alvin-Geschichte, die haben wir also schon mal. Na dann. Dann. Jetzt machen wir nichts Schönes. Erstmal Fackel. Mir überlegen, was ich als nächstes anpflanze. Zum Bleistift. Ich gehe mal auf der Seite lang. Kohle machen vor allen Dingen. Ich könnte mich jetzt natürlich den ganzen Tag hinstellen, Holz hacken, ne? Ach so, ich bin ja doof. Ich hätte eigentlich nur eine Frau mitnehmen können für den. Ich habe ja noch einen alleinstehenden Mann. Aber nee, da warte ich erstmal noch. So viel Arbeit habe ich denn doch nicht. Ein Luchs. Komische Mäuse hier. Hallo. Sind hier irgendwo Banditas? Nö, ich sehe keine. Tutki. Ich fände es doch cool, wenn man seiner eigenen Stadt einen Namen geben könnte, irgendwie. Und dann so ein Schild aufstellen. Da geht's nach Schnellerland oder so. Ah, ich komme wieder auf komische Ideen. Schnellerland. Juhu, Jumping. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Und müssen essen. Yummy, yummy. Lecker, lecker. Ham, ham. So. Give me Futter. Oh, haben wir denn überhaupt noch Futter? Eieiei. Sieht nicht so schön aus, ne? Was machen wir da? Gehen jetzt mal das Fischfilet selber braten. Irgendwie stellen die das nicht her. Ich weiß nicht warum, aber sie machen es halt nicht. Dann braten wir das selber. Ist auch noch Fleisch. So. Okay, Grillrost. Fischfilet. Dann lege ich das gleich in die Kiste. Okay. Aber erstmal esse ich selber was. Obwohl. Ist ja eigentlich fast Blödsinn, ne? Nee, nee. Erstmal selber was essen, so. Aber nicht so viel. Weil, wenn wir die Jahreszeit wechseln, sind wir ja eigentlich immer satt. So, gut. Was ist denn hier? Das Fischfilet da. Zack. Jetzt können sie sich satt essen hier. 226 sind drin. Dann holen wir mal noch den Kohl hier zurück und die Zwiebeln. Zwiebeln. Ding. Ding. Mal hier verdorbenes Zeugs dran. Ne? Karotten. Ich bin doof. Ich hätte auch Karotten einen Topf machen können. Ne? Kann ich das überhaupt schon? Technologie.
Pilzsuppe? Kohlsuppe? Doch, ein Topf. Hier, Karottenfleisch. Doch, doch, kann ich. Naja. Gut. Was ich auch noch mal gucken wollte, ich kann ja auch Tiere bauen. Nicht bauen, sondern Tiere halten. Wie weit bin ich denn da schon freigeschalten? Bis zum Schweinestall. Okay. Da brauchen wir halt auch mehr Tierfutter wieder, ne? Das ist dann wieder ein bisschen tricky. Ich glaube, so viel habe ich noch nicht. Dung 22. Ich kann nicht mal noch mein Verdorbenes reinmachen. Zack. Und die Gürteltasche. Ich bin auch doof, die hätte ich verkaufen können. Weil ich habe das ja so eingestellt, dass ich unendlich Gewicht habe. Und ja. Deswegen brauche ich gar keine zusätzliche Tasche. Den Eimer können wir hier noch rüber tun. Federn mache ich mal hier noch rüber. Zack. Ja, noch irgendwas? Das Garten mal zurückpacken. Stein. Was haben wir hier noch am Brennholz? 600, 400 noch was. Das passt. Gut, jetzt gucke ich noch kurz, ob die alle Werkzeug haben. Sieht gut aus. Okay. Ja. Okay, jetzt muss ich aber noch was checken. Und zwar, wo finde ich das denn? Okay, ich habe 83 Haferkorn, 34 Flachshalme, Karottensamen, Kohlsamen, Kupfer. In die Mine hätte ich auch nochmal gehen können, ne? Die Mine. Pelz habe ich auch gut. Ton haben wir wieder 5. Aber noch kein Tonbewurf? Ja, natürlich können wir keinen Tonbewurf haben. Ist ja logisch. Geht ja gar nicht. Weil ich das nicht eingestellt habe. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen. Tierfutter ist nur auf 10%. Machen wir mal Roggenkorn auf 10. Leinsamen auf 10. Und dann machen wir Tonbewurf noch ein bisschen höher. Ja, doch, doch, doch. Das hatte ich noch eingestellt. Oh, okay. So. Na gut. Muss aber noch mehr checken. Bretter haben wir. Bronze. Schuhe. Säckchen. Wieso habe ich nur ein Säckchen? Oh, haben die jetzt doch noch alles gedüngt? Da müssen wir gleich mal gucken gehen. Fischbär haben wir nur noch 2. Hackereisenaxt haben wir auch nur noch 1. Okay, Holzhammer haben wir 6. Schaufel passt noch. Holzstämme 94. Kupferaxt haben wir nur 1. Kupfersichel 1. Ah, hier. Steinäxte. Steinhacker. Äxte sind nicht mehr so viel, ne? KK. Wegbad, verdorbenes, Weinflasche. Weizenkorn, Wollstoff. Okay. Na gut. Wie weit sind wir denn generell? So, schauen wir mal. Als nächstes wird es das nächste Haus geben. Hier gibt es die zweite Jagdhütte. Hier gibt es dann das Gänsehaus und hier die Schmiede.
da kann man dann Bronze-Sachen herstellen. Okay. Naja. Was mache ich denn jetzt? Zusammenbolatschen habe ich endlich gerade keine Lust, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich. Ich suche die Banditen nochmal. Wasser trinken. Die waren direkt hinter Danica, ne? Denika, nicht Danica. Komm ich auf Danica. Ja, außer Atem hier. Der Herr. So. Na dann. Suchen wir mal die anderen Banditen. Banditos. Oh. Ein Trinkschlauch. Nice, nice. Sag mal noch ein Messer. Pelz. Hui. Okay. Es waren ganz schön viele Banditen. Aber wir haben einen Stärketrank, stimmt. Du willst nicht vergessen. Liegt hier das mal was rum? Ich bin nur hier. Nee, ich bin den anderen Weg gekommen. Gibt es da zwei Wege? Ich bin den Weg gelaufen. Uiuiui. Muss ja aufpassen. Da hinten ist ein Elch. Ob ich den geschossen kriege? Ich habe doch diese Armbrust hier, ne? Warte mal, die legen wir doch mal auf 4. Wie keine Bolzen? Ich habe doch Bolzen hier. Für mich verarscht. Wie hat man das? Wie ging denn das nochmal? F? Ah. Okay, schon tot. Ist das die Kuh? Banditen! Ich muss weg hier. Scheiße.
Ihr habt gemerkt, ich war gerade ganz ruhig. Hatte der nicht mehr? Doch, der hatte noch ein Messer. Naja, also so viel hatten die jetzt aber hier nicht drin, ne? Okay, hier liegt noch ein Toter. Irgendwie ganz viele Äpfel und Zwiebeln haben die immer bei. Einer hat auf jeden Fall noch eine Axt eigentlich. Ich sehe hier gerade keine. Macht nichts. Ich fand das gerade ein bisschen verwirrend, dass ich jetzt plötzlich wieder im First Person drin war. Kohl? Nochmal Kohl? Und hier hinten ist ja auch noch ein Sack. Nochmal Kohl. Ah ja. Immer noch ein Eisenmesser sogar. Fackel? Münzen? Trinkschlauch? Weizenbier? Pflaumenwein? Brennholz und ein Korb? Cool, cool, cool. Wie, das war's? Ey, was ist denn hier los? Wir sind wenig. Schwimm mehr. Aber wir haben es überlebt. Yay. Okay, cool. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Aber ja, was soll's. Passt schon. Vielleicht brauchen wir noch einen Bär und einen Wiesent. Wo ich die Wiese dann nachher finde, das weiß ich. Das ist so ein Elch. Kriegt den Elch gekillt? Na, rennt weg. Nee, nee. Ja, mit Eisenbolzen sind die nachher viel, 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 viel schneller tot. Achso. Was ist denn hier? Das hier ist bald verdorben. Oder ich das hier einfach noch auf, obwohl ich es eigentlich nicht brauche, aber. Egal. Na gut, dann haben wir noch ein paar Banditen gekillt. Sehr schön. Bin immer zu faul, ne, über die Brücke zu latschen. Lieber durch Wasser. Ja, ihr süßen Sahneschnittchen. Ich werde für heute Feierabend machen. Also generell Feierabend, ne? Nicht nur für die Folge. Generell, es ist schon spät. Wie spät haben wir? Wartet mal. Oh, es ist halb zwölf ist es. Also 23.33 Uhr. Ja, das heißt so viel wie alle. Jetzt kannst du im Bett gehen. Wird noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Dabei schlafe ich dann immer ganz gut ein. Sleep Timer natürlich vorher gestellt, ne? Und ja, wir werden uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und da haben wir dann Frühling.
Wir werden derweil dann auch schon Gedanken machen, was wir noch so Schönes anpflanzen. Deswegen habe ich vorhin auch schon mal den Check gemacht gehabt, was wir noch da haben. Denn auch spätestens, wenn wir uns Schweine zulegen wollen und so, brauchen wir halt ganz einfach genug Tierfutter. Wenn wir das nicht haben, dann können wir die Schweine nicht halt nicht füttern, ne? Das wäre nicht so gut. Gut, ich hole mal den Apfel hier noch rein. Vielleicht wollen die Bewohner ein paar Äpfel, ein paar Vitamine haben. Hier eine Bierflasche. Ich bin heute großzügig, ja? Am Ende des Tages kriegen die halt auch mal was Schönes hier. Fleisch nochmal frisches. Hier nochmal gebratenes Fleisch. Haut rein. Oh, guck mal, wie viel die gegessen haben. Ich habe über 200 Fischfilet gehabt, ne? Halleluja. Ach nee, hier ist es. Aber trotzdem, es waren über 200. Also haben gut reingehauen, auf jeden Fall. So, haben wir hier noch irgendwas Essbares? Ja, den Kohl können wir hier noch reinhauen. Den Käse behalte ich aber. Den sollte ich nur in meiner Truhe reinlegen. Pflaumenwein. Nee, den verkaufen wir auch. Und Trank des schnellen Heilens müssen wir unbedingt mal nachlegen. Zwiebeln kann hier noch rein. Zwiebel. Keine Ahnung, ob die rohe Zwiebeln essen. Ich glaube, da gehen die eher weniger ran, oder? Ja, keine Ahnung. Gut, Weizenbier ist auch nur noch bei 83%. Das muss ich halt wirklich rauslegen, sonst verdirbt es schneller. Hey! Okay. Ja. Käse kommt hier rein. Zack. Pflaumenwein. Das verfällt nicht. Und das Bier noch rein. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal im Frühling. Und ja, wie gesagt, ich überlege mir, was wir alles Schönes anpflanzen. Also, bis dann, dann. Tschüssi. Ciao, ciao.